Herzlich willkommen, lieber Krebs. Ich mache hier heute das Taroskop und zwar die Herzlegung. Die Herzlegung bedeutet, ich schaue mal, wie es dir im Dezember ganz persönlich geht. Dazu lege ich ein Herz mit den großen Tarotkarten und wenn es was zu klären gibt, klären wir das mit den kleinen. So, dann schauen wir mal, was der Monat Dezember dir zu bieten hat. Das ist für alle Sternzeichen, Aszendenten, Venus und Mondzeichen. Und wenn euch das interessiert, dann würde ich mal nachschauen, welches Mond- oder Venuszeichen ich habe oder welcher Aszendent ich bin. Und dann kannst du auch in den anderen Sternzeichen gucken, weil es ja für alle diese Zeichen auch gilt. So, wir schauen mal, was du in diesem Monat an Herzenergie mitbringst. Wow, das Ass der Münzen. Sehr schön, lieber Krebs. Was bringst du sonst noch mit? Wir haben den Herrscher umgedreht. Wohin führt es? Schön. Dann Entscheidungen, die anstehen. Dann haben wir, wie wäre es am besten? So geht es dir dabei. Das Ergebnis. Und der Momentum. Also das, was jetzt für den Monat Dezember eine Gültigkeit hat. Insgesamt. So, dann fangen wir mal an. Das Ass der Münzen bedeutet einen Neuanfang, finanziell, beruflich, geschäftlich in dieser Hinsicht, ja, für dich. Und das ist eigentlich auch sehr gut. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ass der Münzen ist wirklich ein absoluter Neubeginn. Dann haben wir, was bringst du mit? Wir haben hier den Herrscher, aber umgedreht. Der Herrscher umgedreht hat eben nicht so viel Power wie der Herrscher, wenn er aufrecht steht. Ja? Und da fehlt noch die geballte Power, aber vielleicht können wir da noch herausfinden, wie du das herstellen kannst oder wie du das wieder hinbekommen kannst. Dann haben wir eine sehr schöne Karte, wohin es führt, die Königin der Münzen. Also finanziell auf jeden Fall positiv. Ja? Das ist eine gestandene Frau und die auch weiß, wovon sie redet und was sie mit den Münzen anzufangen hat. Sollen ja möglichst noch mehr werden. Entscheidung. Wir haben den Stern, aber leider umgedreht. Das heißt, es steht noch etwas an, damit wir den Stern herumdrehen können. Dann haben wir, wie es am besten wäre. Also, der Eremit umgedreht. Der Eremit ist ein Einzelgänger, der seinen Weg für sich alleine sucht. Nun ist er umgedreht. Also bedeutet das, du sollst den Weg eben nicht alleine suchen, sondern du sollst wahrscheinlich auch andere mit einbeziehen oder sogar in die Gesellschaft gehen. Das hängt jetzt von deiner Situation ab. Vielleicht hast du auch vorher mit dem Eremiten gearbeitet und hast dich zurückgezogen und Dinge überlegt, meditiert und jetzt ist es langsam Zeit, wieder in die Welt zu gehen. So geht es dir dabei. Momentan sieht es nicht so toll aus. Das ist die 5 der Schwerter. Einmal so rum ist es nach der Schlacht, ja, aber keiner fühlt sich wie ein Sieger. Und so ist es zwar etwas abgeschwächt, aber es gibt immer noch Diskussionen und Gespräche. Es hat mit Kommunikation zu tun oder auch mit gestörter Kommunikation. Vielleicht auch, dass man sich missversteht. Ja, das schauen wir uns gleich nochmal an. Dann haben wir das Ergebnis. Das Ergebnis ist, dass du deinen Standpunkt verteidigst. Und das ist auch richtig so. Ja. Das muss nicht in Kampf ausarten, es ist einfach eine Verteidigungshaltung mit der 7 der Stäbe. Da gehen wir auch mal ins Detail. Und das, was den Monat Dezember so ausmacht, das ist hier der Turm umgedreht. In aufrechter Position ist das, wie ich das nenne, die Abrissbirne. Also es muss was weg. Oder wenn du es nicht selber machst, dann wird es entfernt vom Universum. Umgedreht heißt das so viel wie, du hast schon die Tüten gepackt oder du hast schon Dinge entsorgt, aber du bist noch nicht am Ziel. Also es fehlt wahrscheinlich noch etwas, von dem du dich trennen solltest. Das Ass der Münzen, schauen wir mal, was das für dich bedeutet, lieber Krebs, im Dezember 2017. Was ist das für den Krebs im Dezember? Und zwar hast du dich da auch von einer Last befreit. Das ist die 10 der Schwerter. Das ist das Ende eines Zyklus. Aber du hast es nicht vergessen. Es ist noch da. Ja? Der Zyklus ist vorbei, aber es ist noch da. Du bist kurz davor, den Zenit zu schaffen und die Sache aus der Welt zu schaffen.
Ja, vielleicht hilft dir diese finanzielle Spritze auch dazu. Aber es macht dir wirklich, es beschäftigt dein Herz. So, das zweite ist, was du mitbringst. Und da hatten wir den Herrscher umgedreht, also nicht die volle Manpower, möchte ich mal sagen. So, gucken wir mal. Und da haben wir auch die fünf der Schwerter. Quatsch, sieben der Schwerter. Und das bedeutet eigentlich immer jemanden, der hinterrücks irgendwas erzählt, der schlecht spricht oder der jemanden versucht schlecht zu machen. Ein hinterhältiger Außenstehender. Ja? Und kann sein, dass das deine Power dann ein bisschen beeinträchtigt. Also hab da ein Auge drauf. Ja? Wohin es führt? Die Königin der Münzen. Also zu Wohlstand. Und dazu, dass du dich sozusagen auf deinem Thron wohlfühlst, wo auch immer der ist. Okay, dann gucken wir mal, was noch dazu kommt. Welcher Hinweis? Du hast hier die vier der Münzen und die vier der Münzen ist ja eigentlich immer so ein bisschen der Geizkragen. Sie ist jetzt umgedreht, also bist du auch sehr großzügig. Das heißt, du teilst das, was du hast, mit denen, die dir lieb und teuer sind. Wichtig dabei nur, nicht übertreiben, ja? Das ist ja bei Geschenken, Weihnachten und so ist das ja schon mal so. Jetzt haben wir die nächste Karte. Das sind die Entscheidungen und da sind direkt ein paar Karten rausgefallen. Da haben wir nochmal den Stern. Da haben wir das gebrochene Herz und die Mäßigkeit. Wow. Das heißt, der Stern ist nicht aufrecht, weil dieser Stern ein gebrochenes Herz hat und sich mit Mäßigkeit versucht, über Wasser zu halten. Also, als es dir gut ging, jetzt oder im Dezember, wenn es dir richtig gut geht, du dich richtig wohlfühlst, dann ist wahrscheinlich irgendwas, was dir sehr zu schaffen macht oder ja, ein Herzschmerz, vielleicht auch in der Liebe oder es gibt einen Verlust irgendwo. Und mit der Mäßigkeit versuchst du das zu kompensieren irgendwo. Und deshalb ist dieser Stern umgedreht. So, dann haben wir die Entscheidung. Nee, das war jetzt, die 4 war jetzt Entscheidung. Die 5, wie wäre es am besten? Also das war der Eremit und der ist ja umgedreht. Und das heißt so viel für mich, du hast jetzt schon lange genug etwas, ich sag mal, überdacht. Und jetzt ist es Zeit rauszugehen. Ja, du hast hier den Ritter der Kelche mit einem Angebot, einer Offerte und du siehst deine Arbeit. Das heißt, du hast dir im Vorfeld schon viele Gedanken gemacht, viel für dich alleine überlegt, siehst das, was du erreicht hast oder was du geleistet hast und bekommst jetzt dafür die Belohnung oder halt ein Angebot, was für dich lukrativ ist. Dann haben wir, wie es dir dabei geht. Ja, wahrscheinlich aufgrund dieses Verlustes, den wir hier hatten, hier, bist du vielleicht auch ein bisschen angeschlagen oder hast Diskussionen oder es hängt damit zusammen. Ja? Dir geht es momentan nicht so richtig gut. Du bist vielleicht ein bisschen angriffslustig, aber nicht so übertrieben wie hier. Das ist eine Schlacht, die zu Ende ist und wo es keinen Gewinner gibt. Du hast damit zu kämpfen noch. Es ist noch nicht vorbei. Also die Schlacht ist zwar vorbei, aber eine Schlacht gewinnt noch keinen Krieg. Und vielleicht hast du ja auch vorher eine Niederlage einstecken müssen, haben wir ja hier gesehen, mit denen, obwohl es dir eigentlich gut ging. Schade. Schauen wir mal. Ja. Das ist der Ritter, der sich ausruht vor oder nach einer Schlacht. Ja, das Ausruhen. Und jetzt ist Schluss mit Ausruhen. Jetzt wird die Sache angegangen und abgearbeitet. Was auch immer das für dich bedeutet. Das ist ja für dich ganz persönlich. Du gehst die Sache an und das ist gut so. So, dann haben wir das Ergebnis. Das war ja hier Verteidigung. Ja, du verteidigst deinen Standpunkt oder deinen Bereich. Dein Heim, dein Haus, deine Lieben, ja, aus irgendeinem Grund musst du sie verteidigen oder willst sie verteidigen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Ungereimtheiten. Ja, es gibt
irgendwas, was vielleicht noch zu klären ist, und zwar das Ass der Stäbe bedeutet eine Verankerung, etwas, ja, ich sag mal, Neues erschaffen. Und da muss man sich natürlich auch einig sein, was und wie man das erschafft. Und das verteidigst du. Ja? Du möchtest das auch vielleicht auch auf deine Weise tun. Und da gibt es noch Bedarf, das zu klären. Ja? Ich nehme an, das ist was Familiäres oder so. Oder Freundschaften. Ne? Weil das auch, ich sag mal, mit Erde verbunden ist. Der Momentum, die Abrissbirne, das Ausmisten, vielleicht auch das Ausmisten von Leuten, die ja, sich dir in den Weg stellen oder die ja, dir auch was neiden oder die mit dir nicht klarkommen, mit denen du nicht klarkommst. Wir schauen mal, was das bedeutet. Ja, es sind Menschen. Die drei der Münzen bedeutet immer im Team. Und vielleicht hast du einfach keine Lust mehr auf bestimmte Leute und sortierst sie einfach aus. Weil Leute, mit denen man nichts erreichen kann, mit denen man nicht arbeiten kann oder die böse reden oder so, kann man auch nichts anfangen. Und dann sollte man sich auch möglichst von diesen Leuten verabschieden. Gut, dann schauen wir mal, was die Engel dir zu sagen haben in dem Zusammenhang. Wie geht es dir im Dezember 2017, der liebe Krebs, wie geht es Ihnen? Glaube, Glaube. Der Glaube ist eine so mächtige Eigenschaft, dass er sogar Berge versetzen kann. Doch die Engelweisheit ermahnt dich, Menschen oder Situationen nicht blind zu vertrauen. Gebrauche deinen gesunden Menschenverstand und dein Urteilsvermögen und überantworte deine Macht niemals jemand anderem. Glaube stattdessen lieber an dich selbst und die höheren Mächte. Bete aus deiner Integrität, aus deiner ruhigen, weisen Mitte heraus und wisse, dass dein Wunsch dir erfüllt werden wird. Handle so, als sei er bereits Wirklichkeit geworden. Das ist Glaube. Die Botschaft einer Engel lautet, stärke deinen Glauben in das oder an das Unendliche. Affirmation, ich glaube daran, dass das Universum mich unterstützt. Wunderbar. Ja, lieber Krebs, wenn dir das gefallen hat, wenn es dir weitergeholfen hat, dann gerne Kommentare in die Kommentare und gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich freuen. Dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Und wenn es irgendwas gibt, dann könnt ihr das gerne, wie gesagt, schreiben. Ansonsten einfach abonnieren und dann kriegt ihr jedes Mal eine Mitteilung, wenn es was Neues gibt. Ja, so in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Dezember und alles Liebe. Tschüss!